Hades Tod gab uns mehr Fragen als Antworten. Aber endlich war er keine Bedrohung mehr. Es war der Beginn eines neuen Kapitels. Für alle von uns. Endlich erwischte es doch Josef Dschekaidze, bekannt als Hades. Anführer der KVA und Drahtzieher hinter den verheerenden Angriffen vor 4 Jahren. Wir sprachen mit Jonathan Irons, Gründer und CEO von Atlas International, dem privaten Militärunternehmen, das ihn am Ende schließlich zur Strecke brachte, diesen Hades. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben getan, wozu keine Regierung in der Lage war. Danke, Wendy, aber die wahren Helden sind die Männer und Frauen von Atlas. Ihr Erfolg diese Woche macht mich sehr stolz. Die Vereinten Nationen wollen Ihnen angeblich einen Posten im Sicherheitsrat anbieten. Sehen Sie sich in der Politik? Tja, ich bin ein Mann der Tat. Also, nein. Aber sehen Sie sich Neubagdad an. Vor 40 Jahren sind wir mit eingezogenem Schwanz aus dem Irak abgerückt und hinterließen eine Ruine. Jetzt ist der Ort ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Effizienz über Bürokratie steht. Die letzten 4 Jahre liefen grandios für Sie. Nach den KVA-Angriffen wurde Atlas zum erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Und Sie kontrollieren nun das größte stehende Militär der Welt. Was also sind Ihre nächsten Pläne? Wie fühlt es sich an, ein Held zu sein? Lass es dir nicht zu Kopf... Gideon, Mitchell, ich muss euch sehen. Sofort. Ilona, was ist los? Wir treffen uns in Wartungsraum 6A. Kommt nur ihr beide. Okay, sind unterwegs. Bin gespannt, was sie von uns will. Guten Tag, Sir. Kaum zu glauben, dass das Bagdad ist. Vor 2 Jahren musste man ständig um sein Leben fürchten. Und jetzt blüht die Stadt auf. Dank uns. Das Echo-Team hat gestern eine weitere KVA-Zelle eliminiert. Das Netzwerk ist bald entwirrt. Hades war der Schlüssel. Der Welt gehen die Schurken aus, mein Freund. Du solltest dich auf den Ruhestand vorbereiten. Guten Tag, Sir. Das ist es. Weiß jemand, dass ihr hier seid? Nein, was genau? Der Codierer verschafft uns ein paar Minuten. Mit meinem Hart synchronisieren. Ich zeig euch was. Was zur Hölle soll das denn Seht alles? Seht einfach zu. Das ist Irons. Mit dem geretteten Technologen. Der Typ aus dem Fluss? Er hat es nicht nach Nigeria geschafft. Die KVA plant einen Angriff. Sie haben mir alles erzählt. Was für ein Angriff? Einen weltweiten. Auf Kraftwerke. Sie wollten, dass ich für Sie die Sicherheitssysteme ausschalte. Wo genau wollen Sie zuschlagen? Seattle, Paris, Tokio... Tausende werden sterben. Jemand muss das erfahren. Nein. Alle müssen davon erfahren. Keine Sorge, alles okay. Ich kümmere mich sofort darum. Scheiße. Er wusste es. Und er hat es passieren lassen. All diese Leute sind gestorben und er hat davon profitiert. Wo hast du das her? Hades. Bevor er starb, hat er es uns gegeben. Und wir wissen, dass es echt ist. Es war mit unserem eigenen Algorithmus verschlüsselt. Es ist von Atlas. Außer uns hat das niemand gesehen. Wir müssen hier raus. Sofort! Ah! Wir haben alles gesehen. Was gesehen? Sie wussten von den Angriffen. All diese Unschuldigen... Das war eine gefälschte Aufnahme eines Terroristen. Sie sind verrückt! Ein Monster! Ich bin enttäuscht von dir.
Du hättest alles haben können. Haltet sie hier, bis die Reporter weg sind. Gideon? Ja, Sir. Gideon! Du hast es doch gesehen. Er sagt, es ist gefälscht. Er hat sich entschieden. Bleib, wo du bist! Hör zu, wir haben das Exosystem gehängt. Vertraut mir. In 10 Sekunden wird das Feuersystem aktiviert. Dann renn los. Los, jetzt! Wir müssen hier raus, sofort! Zum Fahrstuhl! Wer sind Sie? Prophet, die Feuerschutztüren im Keller sind deaktiviert! Weiter. Wir können die Flüchtlinge nicht fangen! Endstation! Wir brauchen diese Türen, verdammt! Moment! Ihr müsst zum Dach klettern! Wir brauchen den Magnetgriff! Sie aktivieren einen Drohnenschwarm! Ihr habt nur ein paar Sekunden, wenn ihr auf dem Dach seid. Da oben sind wir gefangen. Vertraut mir. Schwarm, weg! Wir müssen von diesem Schwarm weg, sofort! Hierüber! Ich überbrücke die Tore. Lauft über das Dach und springt über das Geländer. Wir sind hier im 4. Stock! Na los! Die Kanalisation ist genau vor euch. Weiter! Und was jetzt? Ihr müsst es über die Docks in die Altstadt schaffen. Sie werden die ganze Stadt abriegeln, um uns zu finden. Warum solltet ihr euch beeilen? Keine Bewegung! Auf den Boden! Auf die Knie! Sofort! Sie treiben die Zivilisten zusammen. Wir haben nicht viel Zeit. Dadurch. Runter zur Straße! Sie haben dich gesehen! Atlas 1, wir haben die Flüchtlinge in der Altstadt eingekesselt. In Deckung! Docks wartet ein Boot. Come on.
Board! Mitchell, steig in das Wasser! Bereite den Kletterhaken vor. Den wirst du noch brauchen. Den Kanal runter in Richtung des Geschäftszentrums. Wir werden von Drohnen verfolgt. Tauch unter diesen Booten durch. Los! Raketenerfassung! Tauchen! Aufpassen! Raketenerfassung! Tauchen! Mehr Raketen! Gleich da! Wo sind wir gleich? Das seht ihr dann. Achtung! Mitchell, Ilona, könnt ihr mich hören? Ihr müsst weiter! Alles in Ordnung? Könnt ihr weiter? Ja, das Boot ist zerstört. Wir laufen weiter. Der Evakuierungspunkt liegt über euch, oben im Gebäude. Wie sollen wir darauf kommen? Setzt den Haken ein. Mitchell, hier drüben können wir den Haken einsetzen. Noch ein Punkt für den Kletterhaken über uns. Weiter nach oben. Feindkontakt! In Deckung! Auf die Container achten! Vorsichtig! Fast geschafft! Kletter mit dem Haken den Turm rauf! Weiter nach oben! Mit dem Haken auf den Vorsprung! Wir brauchen den Magnetgriff! Los, rauf auf die Hochbrücke! Fallen lassen und über die Hochbrücke! Über die Hochbrücke! Zu dem Kran und an ihm rüber! Vorsichtig! Los, los! Weiter! Spring, Mitchell! Du kennst doch deinen alten Sergeant noch. Bringen wir euch hier raus.
Warbird! Wie geht's weiter, Marsch? Nicht schießen! Wenn das mit eins nicht stimmt, jage ich dich persönlich. Ich irre mich nicht! Atlas 1, wie ist Ihr Status? Das Dach ist frei, kein Zeichen von Ihnen. In Ordnung! Rein da! Jetzt! Die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Blind folgen wir jedem, der die Führung übernimmt. Wir verschreiben uns jeder erdenklichen Sache, die uns mit Sinn erfüllt. Für mich waren das die Marines. Ich hatte mich mit meinem besten Freund Will 6 Monate vorher gemeldet. Jetzt waren wir am anderen Ende der Welt für einen Einsatz in Südkorea. Wir waren Waffenbrüder. Ganz egal, wie schlimm es auch wurde, ich konnte immer darauf zählen, dass er an meiner Seite ist. Kopf hoch, Mitchell. So schlimm kann es nicht sein. Es wird mir jetzt erst richtig klar. Dafür sind wir hier. Tja, mein Vater war ein Marine. Ich hatte kaum eine Wahl. Ja? Ich bin auch wegen meinem Alten hier. Ich wollte weg von ihm. Viel weiter weg als das hier geht's kaum. Okay! Okay! Hierher! Wir haben Befehle. Wir gehen rein bei Epsilon. Dann wird's dreckig, genau wie ihr es gelernt habt. Seid ihr alle im Bilde?